Das ist es, was sich unter den Eiskappen des Mars versteckt. Ein riesiger Engel. Sieht aus wie die britische Skulptur Lady of the North. Der Unterschied ist, dass die Kopie vom Mars dutzendfach größer ist. Sein Heiligenschein könnte New York City mit allen Menschen darin umfassen. Und seine riesigen Flügel erstrecken sich über hunderte von Kilometern. Wissenschaftler behaupten jedoch, dass der Marsengel nur eine zufällige Kombination aus Kratern und Seen aus Kohlendioxid ist. Aber können wir das wirklich sagen? Diese Tür, die doch aussieht, als wäre sie in den Marsfelsen gehauen worden, soll nur ein Zufall sein? Und was ist mit dem geheimnisvollen Wald? Oder dieses beeindruckende Gesicht? All das ist nur die Spitze des Eisbergs. Heute werden wir herausfinden, was zum Teufel ist mit dem Mars los? Wie konnten einige seltsame Dinge, die eindeutig nicht auf den roten Planeten gehören, dort landen? 1976 veröffentlichte die NASA ein Foto von Cydonia, einer Region auf der Nordhalbkugel des Mars. Die Öffentlichkeit sah auf diesem Foto sofort ein riesiges Gesicht. Das Gesicht hatte einen Mund, Augen und sogar Nasenlöcher. Science-Fiction-Fans wiederum bezeichneten sie als Analogon der ägyptischen Sphinx, die von der Mars-Zivilisation geschaffen wurde. Diese Legende lebte mehr als 20 Jahre lang weiter, bis 1998 Fotos auftauchten, die aus einem anderen Blickwinkel aufgenommen wurden. Es wurde deutlich, dass das Gesicht nichts weiter ist als ein Spiel aus Licht und Schatten. Wenig später machten die Mars Rover Fotos von neuen unerklärlichen Entdeckungen. Siehst du etwas Seltsames auf diesem Foto von Curiosity? Die Boulevardpresse beeilte sich, die Nachricht zu verbreiten. Sensation, ein schwimmender Löffel auf dem Mars. Und nur ein Jahr später entdeckte Curiosity einen weiteren Löffel. Kann es sein, dass Marsmenschen in Jumbo-Größe dort ein Picknick gemacht haben? Geologen haben das schnell widerlegt. Sie sagen, dass es sich bei den beiden Löffeln um einfache, vom Wind geschliffene Felsen handelt. Aber die Neugierde sucht weiter und gab uns im Jahr 22 einen weiteren Grund zum Rätseln. Ein perfekt gemeißeltes Tor an einer Klippe. Vielleicht verstecken sich dort die Picknicker, die ihr Silberbesteck überall in der Wüste zurückgelassen haben. Aber selbst dann müssen sie wirklich klein gewesen sein, denn der sogenannte Torweg ist nur 30 cm hoch. Außerdem führt er laut Geologen nirgendwo hin. Er ist einfach einer der vielen natürlichen Risse, mit denen die Klippe übersät ist. Aber wenn es auf dem Mars keine Gesichter, Löffel, Türöffnungen und andere seltsame Dinge gibt, warum sehen wir sie dann immer wieder? Die Antwort liegt im menschlichen Verstand. Bevor ich dir ein paar andere unheimliche Dinge zeige, die auf dem Mars gefunden wurden, lass uns die Wahrheit akzeptieren. Solche Überraschungen gibt es überall. Schau dich um. Diese Welt ist voll von Gesichtern. Sie sind auf Gebäuden und sogar Steckdosen. Manchmal nimmt dieses Spiel absurde Ausmaße an. 2004 wurde ein gegrilltes Sandwich verkauft für $28.000, nur weil es das Bild der Jungfrau Maria trug. Ich bin mir sicher, du kannst es auch erkennen, oder? Bedeutet das, dass wir alle ein bisschen verrückt sind? Na, nicht ganz. Wir sind nur anfällig für Pareidolie. Das ist die Fähigkeit, bekannte Formen in zufälligen Objekten schnell zu erkennen. Vor langer Zeit halfen sie unseren Vorfahren, die Köpfe gefährlicher Raubtiere im Wald sofort zu erkennen. Jetzt, wo wir vor wilden Tieren sicher sind, garantiert die Pareidolie, dass jedes zweite Bild von Marsklippen hitzige Internetdiskussionen auslöst, die einer neuen Verschwörungstheorie gewidmet sind. Aber was ist, wenn diese Wahrheitssucher gar nicht so falsch liegen? Schließlich können wir alle die verrückten Dinge auf dem Mars auf Pareidolie zurückführen. Diese Entdeckungen bringen die verrücktesten Theorien hervor. Arthur Clarke, ein Science-Fiction-Autor, der vor allem für seinen Roman Odyssee im Weltraum bekannt ist, sagte, dass er auf den neuen Fotos vom Mars echte Bäume gesehen hat. Ein ganzer außerirdischer Wald. Und im Gegensatz zu Löffeln oder Gesichtern an den Klippen sind diese Bäume ständig in Bewegung. Von Jahr zu Jahr wird der Wald dichter, aber dann lichtet er sich wieder. Könnte es unbekannte Marsbewohner geben, die sich von diesen Pflanzen ernähren? Clarke meinte etwas eindeutig in dieser Richtung. 2011 entdeckte David Martinez, ein Blogger, eine ganze Siedlung auf dem roten Planeten. Oder besser gesagt, die Biostation Alpha.
Martinez kam zu dem Schluss, dass dies ein oberer Teil ist von einem der unterirdischen Bunker, in denen sich Marsianer verstecken könnten, genau wie geheime Einrichtungen hier auf der Erde. Warum finden wir also immer wieder solche Merkwürdigkeiten auf dem Mars? Wissenschaftler vermuten, dass das alles nur eine Reihe von Zufällen ist. Demnach ist der Wald auf dem Mars gar kein Wald, sondern nur eine Ansammlung komplizierter Muster, die durch Kohlendioxid entstehen. Und ihre Bewegung lässt sich dadurch erklären, dass das Trockeneis auftaut und dann wieder gefriert. Jedes Mal, wenn das passiert, füllt es die Risse an der Oberfläche auf neue Weise auf. Aber warum haben wir dann nie solche Gletscher auf der Erde gesehen? Was die Biostation Alpha angeht, sind sich die Wissenschaftler fast sicher, dass es sich nur um ein Bildartefakt handelt, das durch kosmische Strahlung verursacht wurde. Die Anzahl und Häufigkeit dieser Zufälle stimmt mich gelinde gesagt nachdenklich. Aber die ganze Situation wirkt 10-mal so chaotisch, wenn die verrückten Theorien der Marsbeobachter plötzlich bestätigt werden. Im 19. Jahrhundert schauten Astronomen auf den roten Planeten und sahen Flüsse oder sogar künstliche Kanäle. Kurzum, untrügliche Zeichen für außerirdisches Leben. Doch später wurde bewiesen, dass die marsianischen Reservoirs Spuren starker Erdbeben, Gebirgszüge oder triviale Folgen von verzerrten Teleskoplinsen, die nicht von sehr guter Qualität zeugten, waren. Die Marskanäle wurden später als eine Schande für die Astronomie bezeichnet. Aber 2017 machte der Mars Reconnaissance Orbiter ein Foto von dieser kleinen Kaulquappe. In Wirklichkeit ist der Kopf ein gewöhnlicher Einschlagskrater, aber der Schwanz ist viel interessanter. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es sich um ein Flussbett handelt und der Fluss nach dem Einschlag durch den Krater floss. Dank all dieser ungewöhnlichen Formen auf der Oberfläche des Planeten wissen wir mit Sicherheit, dass die Forscher des 19. Jahrhunderts doch recht hatten. Auf dem Mars gab es früher Wasser. Jetzt ist es einfach, Flüsse auch in anderen Bildern zu sehen, und man entdeckte sie dort, wo sie bisher unbemerkt geblieben sind. 2004 fand der Mars Rover Opportunity etwas, das Billardkugeln ähnelt. Die NASA-Experten befeuerten das Thema, indem sie sie leichtsinnigerweise als Blaubeeren bezeichneten. Enthusiasten, die die Idee von Leben auf dem Mars verteidigten, waren begeistert. Einige von ihnen nahmen an, dass dieses und andere Fotos einheimische Pilzarten zeigen. Diese Theorie wurde jedoch widerlegt. Doch einige Zeit später bemerkten die Wissenschaftler, dass die Kugeln Hämatitkristallen ähneln und nur fließendes Wasser ihnen eine solche Form geben kann. Das bedeutet doch, dass es tatsächlich einen Fluss gab, der, wenn man das Alter des Mars berücksichtigt, vor nicht allzu langer Zeit in diesem Gebiet floss. Folglich könnten sich irgendwo in der Nähe dieser Blaubeeren Sporen von Marsbakterien verstecken. 2012 fing der Curiosity Rover ein kaum sichtbares metallisches Objekt mit der Kamera ein. Es sah aus wie die Überreste eines alten Marswerkzeugs aus veredeltem Metall. Skeptiker glaubten daran nicht eine Sekunde. Und etwas später stellte sich heraus, dass das Objekt auf dem Bild tatsächlich ein echtes Teil war, aber vom Rover selbst. Und erst kürzlich hat ein anderer NASA-Rover namens Perseverance ein neues, glänzendes Ding fotografiert. Diesmal handelt es sich nicht um Maschinentrümmer, sondern um ein Stück selten Erdmetall. Werden wir also bald in der Nähe Geräte zum Abbau von Eisenerz finden? Und andere Maschinen, die die Marsmenschen zur Verarbeitung der Materialien benutzt haben.